Hoho, was ist denn hier auf einmal schiefgelaufen? Ja. Nö, das wollen wir nicht. Zack, zack, zack. So, so wollen wir es erstmal haben. Ja, guten Abend. Nach diesem doch turbulenten Start hier, meinerseits erstmal, ich bin der Jan Körbs und ich moderiere heute für euch Liga B. Und zwar auf dem Olden Park. Regenrennen dieses Mal. Gibt erstmal am Anfang direkt mal ein Feedback, ob man alles hören konnte. Und auch, ob man mich gut hören kann. An der Stelle natürlich. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich extrem leise bin. Moment. So, ist es jetzt besser? Ah, ich weiß, woran es liegt. Ich weiß, woran es liegt. Oh, wieso meint denn der Laptop schon wieder, er müsste über das interne Mikrofon alles aufnehmen? Einen Moment gerade. Aber was tut man nicht alles für einen PC-Stream, ne? Oh Gott. So. Immer noch nicht. Ist es jetzt besser? Gut. Sollte jetzt besser sein eigentlich. Jetzt ist das Mikrofon erkannt worden. Vom Computer. Kurzes Feedback. Und dann müssten wir eigentlich auch schon gleich starten. Hey, boah. Müsste eigentlich besser sein. Ich hab ein bisschen. Oh Mann. Ja. Muss ich eigentlich die Allgemeineinstellung lauter machen? Ja, Olden Park und Regen, ja, du siehst ja, die ganzen Fahrer wollen am liebsten andere Strecke im Regen fahren. Hier ist Stevie Ray und Dennis Bartsch und Basti Kurzer. Ich glaube, der Globus, die Weltkugel, Streckenänderungswunsch, der ist dahinter gerade wegen dieser Kombination, die gerade angesprochen wurde. Nehme ich zumindest mal an, es sei denn, sie hat eine andere Bedeutung. Ja, wie kriege ich das Mikro jetzt am besten lauter hier? Aber wir haben jetzt nur 1 Minute bis zum Start. Dann lasse ich die Horde hier auf ihre Schlitterpartie.
So kann man das, glaube ich, sagen. Ja, Peter, ich weiß, ich bin zu leise, aber ich weiß nicht, wie ich es gerade lauter einstellen kann im OBS. Oh Mann. Ah, hier, das schaut gut aus. Machen wir. So. Sollte jetzt besser sein. Ansonsten regel ich das noch höher. So, aber ich starte jetzt erstmal die Lobby noch. Ah, da kommt jetzt der Hund. Ich glaube, ich muss doch wieder leiser machen. Bin super zu verstehen, das ist gut. Einen Moment. Ja, wenn das gut bei allen ist, dann kann ich das ja so lassen. Hab das jetzt mal auf 150% gestellt. Das ist gut. So. Boah, das OBS, ey, das hat schon wieder Ärger gemacht. Also das Overlay. Ja, das wird auch so bleiben. Es sei denn, ich fange an, das Mikro einen Kilometer weit weg wieder hinzustellen. So, gucken wir mal. Wer hat jetzt das glückliche Los des Ersten gezogen? Ganz vorne ist gerade Dennis Bartsch. Ja, dann bleiben wir mal bei ihm jetzt. Ja, das hier, Flurschaden. Der Vorteil ist jetzt an diesem PC-Stream, ich kann jetzt während des Rennens auch die Sachen umstellen, wie ich es möchte. Heißt jetzt, ich kann hier den Spielsound leiser machen, ich kann ihn auch lauter machen. Ich kann halt alles ändern und das einfach nebenbei, ohne das Spiel nochmal neu starten zu müssen. Ihr könnt auch erstmal sagen, ob die Autos so laut genug sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so passt hier vom Übergang vom Onboard-Stream auf der PlayStation 4 jetzt auf PC, ob das mit den Einstellungen so noch passt. Müsstet ihr mir mal kurz Feedback geben? Oh. Wieso ruckelt denn das jetzt so? Jetzt ruckelt es aber nicht mehr. Bin zumindest ich der Auffassung. Vom Spiel hört man gar nichts. Dann schrauben wir auch hier mal am Regler. Sollte immer noch zu leise sein, glaube ich. Einen Moment mal. So, und jetzt sollte es besser sein. Gehen wir in der Zeit mal auf. Wieso stimmt denn hier die Einblendung nicht? So heißen die Fahrer doch gar nicht. Ton.
Ich kenne keinen Fahrer, der Ton heißen soll, oder Steve, Joe, EVG. Ach man. Das passt doch alles wieder gar nicht. Je, wie ne. Kein Sound dafür ruckt, ne? Wie kann das denn sein? Ja, das Bild läuft nicht flüssig. Ich weiß. Aber wenn ich jetzt auf meinem Handy gucke, es läuft flüssig. Ton kann ich jetzt nichts zu sagen, wenn ich jetzt hier auf dem Handy den Ton anmache. Gucken wir mal hier Sebastian Grimm, die beiden McLaren hier auf 1 und 2. Gucken wir mal, wo die hier fahren, während ich hier. Ja, ich höre was. Ich höre was. Ich höre ja nur über die PlayStation 4 die Autos. Ich habe hier einen Stöpsel, habe ich von der PlayStation 4 im Ohr und in dem anderen Ohr habe ich ja das andere, um mit euch zu reden. Aber der Sound sollte wieder da sein, oder? Ich habe jetzt schon den Audioeingang der Elgato auf 1000% gestellt. Ich glaube, mehr macht OBS auch gar nicht mit. Ah, doch, 1400 kann ich auch machen, wenn ihr wollt. Kein, überhaupt gar kein oder was? Hier, der Z, hier haben wir den Z4, der ist ja immer so unangenehm, wenn man da onboard drauf ist. Ne, haben wir leider nicht. Dann würdet ihr es nämlich hören. Hier wird mir nämlich auch angezeigt, dass die Elgato einen Soundeingang hat. Das ist das Merkwürdige an der ganzen Geschichte. Jetzt ist ein Ruckler drin, weil ich hier am Hantieren bin. Jetzt ist die Elgato, die mache ich gerade nochmal außen wieder an. Überhaupt gar nichts. So, ich habe den Sound jetzt mal auf 2000% gestellt. Wenn da jetzt nichts kommt, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber es scheint ja dann an der Übertragung von PlayStation 4 auf Laptop, also über die Elgato, scheint es ja zu liegen. Über den Trailer habt ihr ja auch Ton gehört.
Ein Moment. Jetzt seht ihr mal gerade nichts. Ich habe wirklich schon, bevor das Rennen überhaupt losging, die Audio-Sachen von Project Cars hergestellt, weil ich halt eben gewusst habe, ich kann das hier noch im Nachhinein umstellen. Das ist halt eben das, was mich gerade so ein bisschen zum Grübeln bringt. Aber ich kann euch wenigstens schon mal in einer Sache trösten. Und zwar sind die Overlays wieder da. Hurra! Ich bin ja mit OBS sogar drin. Es hat eben sogar beim Testen noch alles geklappt und jetzt ist die Audiospur auf einmal irgendwie weg. Das heißt weg, sie wird mir ja angezeigt, aber ihr hört die ja anscheinend nicht. Aber mehr als 2000% hochregeln tut OBS es auch nicht. So. Schauen wir erstmal. Schnellste Sektorzeit aktuell von Markus Lang. Dann im zweiten Sektor aber wiederum auch von Antoine. Er beendet jetzt seine Runde E zuerst.
So, und ich lese gerade, wir haben einen Co. bekommen. Den laden wir sofort schnell ein, damit er uns auch. Oh Mann. Wunderbarer Auftakt zum PC-Stream. Natürlich. Ja, ein Alleinstellungsmerkmal wäre es aber auch, wenn man endlich mal ein Spiel mit Ton hätte, ja, also. Und da ist der SimSport Racing Co. Marvin. Hallo, Christian. Na, gut, dass du hier bist. Dann muss ich das nicht alleine machen hier, während ich am Laptop hier alles versuche, damit der Ton wieder funktioniert. Ich schicke dir schon mal eine Einladung, aber ich glaube, du solltest sie erst nach dem Qualifying besser annehmen dann. Ja, ich glaube, jetzt bist du. Jetzt habe ich hier. Einen Moment. Jetzt habe ich hier nämlich wieder so geregelt. Ich habe die Party eben so geregelt, dass der Chat leise ist und der Spielsound laut ist. Red mal gerade was. Christian?